programmiert in Mathcad und wir sind bei den Kontrollstrukturen in allgemein und in speziellen schauen wir uns hier ein paar Übungen zu den Wiederholungen bzw. Schleifen an, wobei das da kommen auch durchaus Verzweigungen drin vor, ja, aber wir wollen uns, tun uns ja hauptsächlich auf die Schleifen konzentrieren. Und wir sollen hier bei dieser Übung eine Funktion erstellen, die den minimalen Wert eines übergebenen Vektors ermitteln soll und sowohl den Wert selber wie auch dessen Position im Vektor dann zurückgibt. Ja, wie soll das also ungefähr aussehen? Hier mal ein Beispiel. Ich habe hier einen Vektor gegeben, der besteht ja aus diesen sechs Werten. Jetzt übergebe ich den hier an meine noch zu erstellende Funktion. Und jetzt ermittelt diese wohl den minimalsten Wert, das wäre bei diesem Vektor hier die minus 9, und gibt auch die Position zurück. Und wenn der Origin 1 ist, also wenn der Startindex bei 1 liegt, dann steht minus 9 an der vierten Stelle. Also 1, 2, 3, 4. Das wäre die Position des minimalsten Wert in diesem Vektor. Ja, man muss natürlich dazu sagen, wenn jetzt ein minimaler Wert mehrfach vorkommt, das wird natürlich nicht berücksichtigt. Ja, also wurde jetzt nicht weiter erwähnt. Das könnte man auch programmieren, dass dann alle Werte zurückgegeben werden. Aber das wird dann ein anderer Algorithmus sein. Da es nicht gefuttert ist, brauchen wir jetzt auch sowas auch nicht eingehen. Es geht nur um den minimalsten Wert und wo ist der zu finden. Und allerdings muss man die Frage beantworten. Wir werden uns dann anschauen, ja, welchen minimalsten Wert gibt sie denn aus? Ja, aber das schauen wir uns dann an, wenn wir uns den Algorithmus dann überlegt haben. Auch dazu sind hier keine Angaben, also brauchen wir jetzt auch sowas jetzt auch nicht berücksichtigen. Weil sonst würde ich ja formulieren, suchen Sie die minimalsten Werte, ja, in einem Vektor. Aber es genügt der minimalste Wert. Und man muss natürlich dazu sagen, das ist jetzt nicht eindeutig, das muss nicht eindeutig sein. Ja, in dem Fall ist es eindeutig, ja, aber kämen jetzt die minus 9 mehrfach vor, dann wäre es nicht mehr eindeutig. Dann müsst ihr jetzt irgendeine minus 9 nehmen. Gut, wie gehen wir jetzt vor? Auch hier wieder möchte ich hier einen Weg zeigen, wie man das Beispiel lösen kann. Vor allen Dingen einen Weg, der jetzt hoffentlich anfängerfreundlich ist. Also wir werden uns zunächst das Ganze erstmal konzeptionell an diesem konkreten Beispiel hier entwickeln, ohne jetzt das Ganze gleich an die Programmierung zu denken. Danach werden wir von unserem konzeptionellen Workflow, der noch sehr beispielhaft ist oder an der an diesem Beispiel sich ja aufgehängt hat, das dann in Flussdiagramm überführen, das Flussdiagramm in ein Struktogramm und dann anschließend oder abschließend das Struktogramm im Mathcad implementieren. Ja, schauen wir uns das hier mal an, wie man das jetzt hier, wie man sich so einen Workflow überlegen könnte. Da habe ich mal was vorbereitet. Wie müsste man die Sache angehen? Und wie gesagt, ich habe es schon bei anderen Beispielen schon erwähnt, wenn Sie jetzt so einen Workflow entwickeln, habe ich hier natürlich ein einfaches Beispiel gewählt, was sehr, sehr leicht nachvollziehbar ist. Ja, man sieht ja auf den ersten Blick, was ist ja der minimalste Wert. Aber wenn Sie jetzt den Workflow entwickeln, müssen Sie immer im Hinterkopf behalten, ich entwickle jetzt einen Workflow für ein Beispiel, welches nicht unbedingt einfach sein muss. Ja, das kann ein Workflow sein, der auch für einen Vektor gilt, der 1000 Werte enthält, wo Sie eben nicht auf den ersten Blick sehen, was ist der kleinste Wert in diesem Vektor? Ja, oder stellen Sie sich vor, dass der Vektor abgedeckt ist. Ja, auch das wäre theoretisch möglich, sich das so vorzustellen. So, um die Sache etwas zu verdeutlichen, habe ich den Vektor jetzt mal abgedeckt. Ja, wir tun mal so, als würden wir die Werte erst dann sehen können, wenn wir sie mit dem Index ansprechen. Ja, das soll quasi symbolisieren einen riesengroßen Vektor, ja, den man eben nie auf den ersten Blick überschaut, sondern dass man halt den wirklich Wert für Wert durchgehen muss. Deswegen habe ich mal die Werte abgedeckt, um einfach diesen Workflow jetzt hier etwas besser zu entwickeln. Ja. Okay, wie müssen wir die Sache angehen? Und zwar müssen wir uns zunächst, können wir uns Folgendes sagen, wir sagen, wir nehmen erstmal an, dass der erste Wert in Vektor der minimalste Wert ist. Das heißt, wir notieren uns einfach dessen Position, die speichern wir uns ab, die merken wir uns. Ja, in dem Fall müssen wir sie einfach hier nennen wir es mal POS oder vereinfacht P, da brauchen wir nicht so viel schreiben. Also P ist gleich 1. Ja, wenn wir jetzt den ersten Wert uns an, jetzt haben wir quasi den Wert, jetzt haben wir den Index 1 oder den Wert an der Stelle 1, können wir uns jetzt anschauen.
Ups, das muss ich wieder hier umschalten. Moment, gehen wir hier auf rückgängig. So, und hier die. Jetzt kann ich das hier schieben. So, und das wäre der Wert 3. Ja. So, und jetzt müssen wir die weiteren Werte uns anschauen. Die müssen wir quasi auch einzeln durchlaufen. Wir müssen quasi die Indexe hier, wenn wir so wollen, also wir müssen quasi Indexe erzeugen, um die einzelnen Werte anzusprechen. Und das können wir folgendermaßen formulieren, indem wir sagen, i, das ist unser Index, mit dem wir jetzt die einzelnen Werte ansprechen wollen, ist gleich ausgehend von 2, also ab dem zweiten bis zum sechsten Wert müssen wir das Ganze noch anschauen, ob nicht vielleicht irgendein Wert noch kleiner ist als der bisher angenommene minimale Wert an der Stelle 1. Also von i ist gleich 2 to bis 6. Ja. Und was müssen wir dann machen? Ja. Dann müssen wir hier eine Entscheidung fällen, müssen also sagen, also ich mache das mal mit der if-then-Schreibweise, also wenn, also if, der Wert an der Stelle p im Vektor, falls der kleiner ist, oder sagen wir mal, größer ist besser, diese Bedingung, falls der größer ist als unser VI der Wert, dann dann wird im Prinzip P gleich I. Dann wird quasi, dann sagen wir, okay, dann haben wir einen Wert gefunden, der ist kleiner als der bisher angenommene Wert. Und dann müssen wir uns dessen Position speichern und merken. Dann können wir die alte im Prinzip vergessen. Ja. So kann man das, kann man die Sache angehen. Und jetzt durchlaufen wir das Ganze mal und sagen, okay, wir fangen jetzt an, für I gleich 2. Schreiben wir her, I gleich 2. Halt, das müssen wir ein bisschen rausschieben. Und vielleicht hier eine blaue Farbe. Schreiben wir einfach hier I gleich 2. Oh, der ist verdammt dick, der Stift. Dünner wählen. Was passiert dann, wenn I gleich 2 ist? Ja, jetzt können wir uns den Wert anschauen. Jetzt haben wir ja den Index definiert. Schieben wir runter. Oh, müssen wir umschalten. Wieder auf rückgängig. Dann müssen wir die Stifte ausschalten. Jetzt kann ich hier schieben. So. Wieder auf Stift gehen. Schwarzer Stift. Dann haben wir hier gegeben 5. Also der, halt, das war der falsche. VP, also an der Stelle 1, war 3. So. Und 3 größer 5. Also VI der Wert ist ja 5. Sind gerade bei I gleich 2. Also I der Wert ist 5. Und das ist falsch. Also passiert nichts. Ja. Jetzt tun wir den Index wieder hochzählen. Zu I. Gehen also am nächsten Wert von 2, jetzt kommt quasi 3. Sind wir i an der, sind wir bei i gleich 3. Können wir das runterschieben, gucken, was ist da für ein Wert drin. Ja, und dann schalte ich wieder um hier auf den Stift und muss sagen, wieder auf dem schwarzen Stift. VP ist immer noch 3, hat sich ja nicht geändert. P ist immer noch 1. Also schreiben wir das hin. Ist das größer als der Wert an der Stelle 3? Das ist dann der i-Wert, das wäre dann 2. Das ist in dem Fall wahr, also müssen wir jetzt sagen, p ist nicht mehr 1, sondern 3. Das können wir hier durchstreichen. Jetzt tun wir es quasi überschreiben, ne? Weil 2 ist ja kleiner als 3. Bisher hat man gesagt, an der ersten Stelle ist der kleinste Wert, jetzt sind wir an der dritten Stelle und stellen fest, nee, an der dritten Stelle ist ein Wert, der ist noch kleiner. Also speichern wir uns die dritte Stelle, vergessen einfach jetzt die bisherige Speicherung und wissen jetzt, okay, an der dritten Stelle ist der bisher gefundene kleinste Wert. Jetzt gehen wir noch weiter die nächsten Stellen durch. Also müssen wir jetzt zu 4 wechseln. Also jetzt auf Index 4. Schalte wieder um, kann das schieben, kann gucken, was ist da für ein Wert drin. Da haben wir minus 9. Halt, das VP, aufpassen, das ist jetzt die falsche Stelle. Also minus 9 ist hier drüben. VP, P ist 3, das wäre 2. Also kommt hier eine 2 hin. Ist das größer als minus 9, 4, also dieser Wert. Das ist wieder wahr. Also wird diese Anweisung ausgeführt. Also p ist gleich in dem Fall 4. Das heißt, wir überschreiben das p wieder. 3 können wir vergessen, denn der Wert an der Stelle 4 ist noch kleiner als
der bisher gespeicherte kleinste Wert. Das war die 2. Ja, jetzt muss man wieder schauen, gibt es noch, findet man in den nächsten zwei Werten auch noch einen Wert, der kleiner ist. Also müssen wir jetzt wieder hier auf 5 umschalten, gehen zum fünften und können es wieder schieben, können nachgucken, was ist da drin. Jetzt haben wir den Index 5, sind wir bei Index 5, gucken jetzt hier rein und schauen, was ist da und schreiben das hier hin. Wir haben jetzt gemerkt, also bisher ist da an der Stelle 4, VP ist quasi minus 9, weil P ist ja 4. An der Stelle 4 steht minus 9, also hier ist minus 9. Ist das größer als 10? Nein, das ist falsch, also passiert nichts. Gehen zum sechsten Wert, auch damit der letzte Wert. Also hier bis 6, ne? Also jetzt mal am Ende da angekommen. Und schauen danach, was ist da für ein Wert drin. Ja, und das ist der Wert 6. Schreiben wir hier hin, der VID-Wert ist 6 und minus 9 ist nicht größer 6. Das ist wiederum falsch. Also passiert wieder nichts. Das heißt, wir haben uns jetzt, das ist hier die Lösung. Ja, also P ist gleich 4. 4 ist der minimalste, also an der Stelle 4 steht da bisher, also steht der kleinste Wert in diesem Vektor. Und das können wir dann ausgeben. Schreibt mal hin, Result. Also das Ergebnis wäre jetzt für diesen speziellen Vektor, ist quasi P gleich 4. Ja, und VP, also V an der Stelle P, wäre dann minus 9. Ja, also die beiden Sachen sind dann hier unser Ergebnis. Das wäre jetzt hier mal ein Workflow entwickelt an diesem kleinen Beispiel, aber so entwickelt, dass man ihn auch durchaus, das glaube ich, können Sie jetzt nachvollziehen, auch mit 10, 100 oder 1000 Werten machen können. Müsste halt dann hier das Ganze für fortschreiben. Ja, das ist wichtig. Und man sieht halt, wir haben ja eine Wiederholung drin. Ja, das wiederholt sich hier immer wieder. Ja, diese ganze Geschichte. Also wenn man so will, ist das hier eine Zählschleife. Ja, wir tun quasi, die Anzahl der Wiederholung steht fest von Anfang an, also von 2 bis 6, also ab dem zweiten Wert bis zum Endwert des Vektors. Also die 6 könnte ich jetzt, mach das hier mal rot, die 6 könnte ich jetzt ersetzen mit der Länge des Vektors. Länge, auch hier jetzt eine andere, das ist verdammt dick. Länge V. Ja, und schon ist das im Prinzip dann nicht mehr speziell auf diesen Vektor getrimmt. Und ja, und der Rest können wir eigentlich dann schon fast übernehmen. Der ist dann eh schon allgemein. Das heißt, jetzt haben wir das so aufgestellt, dass wir jetzt daraus jetzt ein Flussdiagramm machen könnten. Machen wir das mal. So, jetzt sind wir in Visio. Und jetzt wollen wir uns hier das Ganze hier mal etwas verallgemeinern. Wir haben es eh schon ein bisschen verallgemeinert, aber wenn wir es quasi jetzt in der allgemeine Schreibweise überführen, das wäre zum Beispiel ein Flussdiagramm. Und das schon mal vorbereitet, um Zeit zu sparen. Beim Flussdiagramm empfehle ich immer, dass Sie mit einer Eingabe zunächst die Eingabe definieren, danach die Ausgabe und dann den Algorithmus dazwischen. Also was brauchen wir hier? Was ist gegeben? Gegeben ist quasi ein Vektor. Und der muss Zahlen enthalten, ne? Weil nur Zahlen können Sie mit größer und kleiner vergleichen. Würde der Vektor jetzt Text enthalten, dann wäre es streng genommen kein Vektor, sondern eine Liste, aber das sei mal dahingestellt. Aber bei Texten können Sie nur sagen, ob die gleich oder ungleich sind. Ja, aber die können wir nicht sagen, ob ein Text größer oder kleiner ist. Es sei denn, Sie vergleichen die Länge von Texten, dann haben Sie wieder Zahlen. Ja, also das enthält Zahlen, hier mal vom Typ Float. Ja, das kann natürlich ganze Zahlen sein oder Kommazahlen, das ist im Prinzip egal. Was ist gesucht? Ja, was wollen wir hier, was soll die Funktion rausgeben? Und die Funktion soll rausgeben, die Position des kleinsten Wertes und den Wert selber. Das ist dann hier V POS. Ja, das soll die Funktion am Endeffekt rausspucken, ja, was hier unten steht. Das haben wir jetzt hier definiert. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was brauchen wir? Wie müssen wir jetzt den Algorithmus eingeben? Und wir hatten quasi gesagt, wir brauchen hier, ah, oh, das bin ich jetzt hier weggerutscht. Jetzt war mein ganzes Bild gleich verschwunden. Moment. So, das ist wieder da. Muss ja ein bisschen improvisieren, ehrlich gesagt. Aber ich hoffe, das funktioniert. Ja, ich würde vielleicht hier das noch ein bisschen ranschieben und ja, lass mal so stehen. Also, was müssen wir jetzt machen? Zunächst müssen wir jetzt hier unsere Variable p festlegen, wo wir quasi immer abspeichern
die geht man ja auch letztlich aus, oder POS ist hier genannt, hier nenne ich sie POS, besser wäre P gewesen, da braucht man so viel schreiben, aber ist ja egal. POS, wo man immer die Position des jeweilig bisher kleinstgefundenen Wertes abspeichern. Und wir haben gesagt, wir nehmen einfach den ersten Wert als kleinsten Wert an, deswegen kann die Anweisung so aussehen. Ja, POS ist gleich 1. Also wir nehmen erstmal an, der kleinste Wert im Vektor ist hier an der Stelle 1. Und jetzt müssen wir natürlich, was wir hier gemacht haben, hier unseren Vektor durchlaufen, hier dieses i zu 2, von 2, vom zweiten bis zum letzten Wert, ja, um zu gucken, ob wir noch Werte finden, die jetzt noch kleiner sind. Das machen wir jetzt hier, einmal quasi eine Wiederholbedingung. Ach so, Entschuldigung, wir sind jetzt noch im Flussdiagramm. Wir müssen quasi den Startindex festlegen, weil ein Flussdiagramm kennt ja keine Zählschleife. Das heißt, wir müssen jetzt eine Iterationsschleife nehmen und die als eine Zählschleife quasi anwenden. Dazu brauchen wir jetzt hier unser i gleich 2. Wir müssen quasi unseren Startindex festlegen. Das wäre jetzt hier diese Geschichte. Und jetzt die Wiederholbedingung. Und die steht jetzt hier. Also solange i kleiner gleich der Länge des Vektors ist. Das wäre jetzt die Geschichte. Wir haben quasi hier einfach gesagt, okay, 6 ist natürlich, gilt natürlich nur für einen Vektor mit 6 Stellen. Aber der Vektor kann natürlich beliebig lang sein. Deswegen haben wir gesagt, wir ersetzen einfach die 6 durch Länge von Vektor. Ja, und dann kann man das so schreiben. Aufpassen mit der Länge. Ja, wenn Sie das so formulieren, streng genommen, wird es nur funktionieren, wenn Sie bei 1 anfangen zu zählen. Das ist einfach mal kurz eine kleine Randnotiz. Ja, das bitte beachten. Ja, würden Sie bei 0 anfangen zu zählen, dann müssen Sie sagen Länge minus 1. Aber wie gesagt, haben wir uns ja geeinigt, wir wollen ja jetzt hier in dem Kurs bei 1 anfangen zu zählen. Deswegen können wir das so stehen lassen. Und jetzt haben wir quasi unsere Wiederholbedingung, das ist hier oben formuliert. Und können jetzt im nächsten Schritt kommt hier diese Entscheidung. Ja, die steht jetzt hier. Also jetzt gehen wir quasi einzelne Werte durch und gucken jetzt nach, ob nicht irgendein iter Wert jetzt kleiner ist als der bisher angenommene minimale Wert. Das ist jetzt hier diese Entscheidung. Ja, und wenn dem so ist, ja, was soll er dann machen? Ja, dann soll er quasi dessen Index nehmen und den abspeichern. Ja, überschreibt quasi jetzt die bisherige Postvariable mit dem neuen i-Wert. Das macht er jetzt hier, das kann man ein bisschen runterschieben. Und das macht er aber nur, wie gesagt, wenn jetzt der i-Wert kleiner ist. Ja, ansonsten muss er natürlich nicht überschreiben. Und dann muss er den Wert zum nächsten Wert gehen, also das Ganze wieder hochzählen, und wenn das nicht klar ist, dann zählt er einfach, geht einfach zum nächsten Wert über. Also haben wir quasi diese einseitige Verzweigung implementiert. Ja, das können wir hier zusammen zusammengefasst, ja, zu dieser ganzen i plus 1 Geschichte. Und zum Schluss geben wir das hier, wie ich schon gesagt, das Ganze aus. Ja, das wäre jetzt hier dieser spezielle Workflow, den wir hier an diesem konkreten Beispiel entwickelt haben, jetzt mal verallgemeinert oder generalisiert, wenn man das kann man auch so formulieren, in Form eines Flussdiagramms. Wer jetzt kann, ja, könnte jetzt das auch schon ins MATCAD implementieren. Man kann allerdings noch einen Zwischenschritt machen über ein Struktogramm, ja, und sagen, okay, ich möchte nochmal ein Struktogramm vorher entwickeln und du erst ein Struktogramm entwickeln und danach das implementieren. Machen, wie gesagt, wir machen das wirklich ausführlich, das heißt, habe jetzt das Bild entfernt und werde jetzt hier das Ganze jetzt in ein Struktogramm übersetzen, in dem ich hier einfach zunächst wieder anfange bei der Eingabe und bei der Ausgabe. Also hier die Eingabe jetzt nochmal in ein Struktogramm überführt. Das sieht ähnlich aus. Also übergeben einen Vektor, den tun wir hier als V bezeichnen. Und der besteht aus Zahlen. Und wir geben am Ende zurück hier die Position, wo der geringste Wert oder kleinste Wert im Vektor zu finden ist, und auch den Wert selber. Das können wir so formulieren. Ja, wenn wir die Position wissen, wissen wir auch, welcher Wert der kleinste Wert ist. Ja, also, ja. So, jetzt können wir hier die Anweisung überführen. Ich arbeite jetzt im Flussdiagramm, im Struktogramm sofort auch mit einer Zählschleife. Ja, ich tue das Ganze jetzt nicht. Ich könnte jetzt nochmal ein Flussdiagramm ein Struktogramm entwickeln, wo ich hier das Ganze wirklich 1 zu 1 übersetze mit einer Iterationsschleife, aber wir fassen das gleich in eine Zählschleife zusammen. Ich gehe also noch einen Schritt weiter und überspringe meinetwegen noch so einen Zwischenschritt, in dem ich hier aus der Iterationsschleife sofort auch eine Zählschleife mache. Das heißt, ich fange jetzt mit dieser Anweisung an. Ich nehme quasi an, dass der kleinste Wert an der ersten Stelle steht, und jetzt fasse ich, wo ist hier mein Hier Review, und da gibt es, glaube ich, irgendwo die Zeichentools. So, hier.
Und ich fasse jetzt hier diese Zählanweisung hier, diese, dann die Wiederholbedingung und hier das Weiterzählen, die Schrittweite hier zusammen in eine Zählschleife. Das mache ich jetzt hier mit vor. Also vor i ist gleich 2, to Länge v, Step 1. Step 1 können Sie übrigens weglassen. Ja, wenn Sie da nichts dazu schreiben, dann ist Inkrement immer automatisch 1. Ja, das schreibt man eigentlich nur hin, wenn es mal nicht 1 ist. Dennoch, man kann es auch hinschreiben, ist auch nicht verkehrt. Ja, und was soll dann machen? Jetzt haben wir quasi hier aus diesen drei Anweisungen das Ganze in die Zählschleife übersetzt. Das kommt hier diese einseitige Verzweigung. Ja, hier die Bedingung, also wenn V pos größer, also V an der Stelle pos größer, V an der i-ten Stelle ist, ja, dann muss er quasi das pos überschreiben. Das macht er jetzt hier, ansonsten macht er nichts. Ja, ist eine klassische einseitige Verzweigung. Und das macht er halt so, macht er halt mit allen Werten durch, bis damit fertig, bis der Vektor durchlaufen ist und dann gibt er halt die Position zurück, die er halt gefunden hat und den Wert an dieser Position, was denn der minimalste Wert im Vektor ist. Jetzt könnte man nochmal sich die Frage stellen, nehmen wir an, wir hätten jetzt einen Vektor, oder machen wir das vielleicht in Mathcat. Machen wir das in Mathcat. Der nächste Schritt wäre das Ganze jetzt hier in Mathcat zu implementieren und da nimmt man in der Regel immer das Struktogramm, weil das natürlich viel näher am an der Programmiersprache ist als ein Flussdiagramm. Wenn Sie natürlich kein Struktogramm haben, dann können Sie auch ein Flussdiagramm implementieren. Ja, Sie können theoretisch auch sofort die Implementierung starten. Ja, weil so, wenn Sie ein bisschen Erfahrung haben und Übung, dann können Sie bei so einfachen Beispielen wie diesen hier sich die bisherigen Schritte auch sparen und gleich in Mathcad anfangen. Was ich allerdings nicht empfehle, ist dieses Try and Error, ja, dass Sie halt den Entwicklungsprozess sich überspringen, ja, und dann so lange rumprobieren, bis es irgendwann mal funktioniert. Das finde ich nicht gut. Ja, es sollte schon auch ein bisschen Verständnis dahinter liegen, denn das kann ja sein, dass es dann zufällig funktioniert, aber Sie wissen gar nicht warum. Ja, deswegen, dass Sie diese Schritte überspringen, sollten Sie wirklich nur dann machen, wenn Sie wirklich verstanden haben, wie jetzt diese ganzen algorithmischen Kontrollstrukturen funktionieren. Okay, jetzt gehen wir ins Mathcad und implementieren das Ganze. Kopieren wir hier das Struktogramm, wechsel ins Mathcad, schmeiß das hier rein und fange jetzt hier an, das Ganze zu implementieren. Gehe also jetzt hier auf Rechenteil, wo soll die Funktion hin? Meinetwegen hier oben und gebe jetzt den Namen der Funktion ein. Die Funktion hieß vmin, also vmin, so soll sie heißen. Das kann ich im Struktogramm übrigens nicht entnehmen. Ja. Was ich entnehmen kann, ist jetzt der Parameter. Der hat quasi einen Parameter, also Data Input, einen Parameter, den haben wir V genannt. Sie können es auch umbenennen, im Prinzip ist es egal, aber ich tue das genauso, möglichst genauso benennen wie im Struktogramm, damit das Sie nicht verwirrt. Also Doppelpunkt ist gleich. Und sehe jetzt hier im gelben Teil den Algorithmus, beziehungsweise hier den Programmanweisungen, die von der Eingabe zur Ausgabe führen sollen. Sie haben hier mehrere Anweisungen, also gehe ich jetzt hier auf Programmieren und habe hier schon mal eine Anweisung und da kann ich das hier reinschreiben. Also pos ist gleich 1. Aufpassen, das ist eine lokale Variable, also das hier lokal zuweisen und setzen das hier auf 1, gehen auf Enter, fügen eine weitere Zeile hinzu. Jetzt kommt hier die Vorschleife, gehe jetzt auf vor und gebe hier einen Index ein, das ist der Index ist i. Und der soll laufen von 2 bis last v. Ja, Sie könnten hier auch längs nehmen, ist nicht ganz egal. Ja, es ist egal, wenn Sie mit dem Origin 1 arbeiten, wie in unserem konkreten Fall. Ich weise immer darauf hin. Ja, die Funktion finden Sie übrigens auch hier unter Matrizen. Und hier haben Sie jetzt die Funktion last. Ja, der Vorteil ist von last, der gibt immer den letzten Index aus. Das ist völlig egal, wie Sie anfangen zu zählen. Bei 0 oder 1, die Funktion Länge gibt allerdings die Länge eines Vektors an. Ja, wenn Sie mit 1 anfangen zu zählen, dann ist last gleich Länge. Ja, wenn Sie jetzt nicht bei 1 anfangen zu zählen, sondern bei 0, dann ist last ungleich Länge. Ja, dann ist last im Prinzip Länge minus 1. Das bitte beachten. Ich tue es genauso implementieren wir jetzt wie hier im Flussdiagramm, da haben wir mit Länge gearbeitet, weil last ist so eine spezielle Funktion von Mathcad. Die gibt es nicht unbedingt in jeder Programmiersprache. Und jetzt haben wir Länge also genommen
Und jetzt kommt hier noch die einseitige Verzweigung. Also das hier gehen also hier auf Programmierung, dann wieder auf if. Und geben jetzt die Bedingung ein. Also wenn v pos, index pos, größer ist, wo haben wir ja größer, hier als vi, jetzt kopieren wir das ja einfach. Alt ist mir noch hier unten im Index gewesen, also nochmal mit der Leertaste das hier erweitern und dann gehen wir hier auf größer. Wenn das größer ist als vi, was soll er dann machen? Dann soll er hier einfach das POS überschreiben, da können wir uns das von hier oben kopieren und dann ist POS nämlich nicht mehr 1, sondern halt i, also der Index, wo wir jetzt einen Wert gefunden haben, der noch kleiner ist als der bisher angenommene kleine Wert. Das macht er so lange, bis am Ende des Vektors angekommen ist. Was geben wir aus? Gehen jetzt aus der Schleife raus. Halt, das bin ich hier nicht verklickt, also Enter. Und müssen jetzt noch die Ausgabe definieren. Jetzt haben wir ein kleines Dilemma. Wir müssen quasi hier zwei Werte ausgeben, aber eine Funktion kann immer nur einen Wert ausgeben. Wie kann man jetzt zwei Werte zu einem Wert zusammenfassen? Ja, ganz einfach, indem es daraus das in einen Vektor zusammenpacken. Ja, ein Vektor kann ja mehrere Werte enthalten, aber ist formal nur ein Wert, sprich ein Vektor. Aber ich kann da halt mehrere Werte in so einen Vektor passen. Theoretisch auch eine Matrix möglich, ja, aber macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt nur zwei Werte habe. Das ist eine Matrix war. Also gehe ich jetzt hier auf Vektoren und Matrizen und Vektor und Tabellen. Gehe hier auf Vektor und gebe das jetzt hier ein. Was wollen wir eingeben? Wollen ausgeben? Einmal V-Post, das hat man eh schon hier irgendwo. Also hier Steuerung C, Steuerung V und Post selber. Das wollen wir ausgeben. Das wäre jetzt hier unsere Funktion. 1 zu 1, wenn wir so wollen, ins MATCAD implementiert. Ich nenne es mal hier die Variante 1. Ich möchte dann gleich nochmal zum Schluss eine Variante 2 vorstellen, die etwas optimierter ist, die allerdings von dem Struktogramm abweichen wird. Nur minimal, aber dennoch ein bisschen. Und zunächst erstmal wollen wir die Variante testen. Ich gehe jetzt hier unten hin, habe hier, kopiere mal gleich den Namen, also hier die Struktur der Funktion und gehe jetzt hier unten rein, kopiere die hier dahinter und habe hier meinen Testvektor vorbereitet. Den übergebe ich jetzt hier an meine Funktion, mit dem sollte das Ganze mal ausprobieren und gehe jetzt hier auf ist gleich. Und was kriegt man raus? Minus 33 und 1, das passt. Machen wir daraus eine minus 3, da kommt hier minus 9 raus, passt auch. Und also das funktioniert schon mal, unsere Implementierung. Und jetzt hat ja gesagt, ich wollte das noch optimieren. Bevor wir das allerdings machen, wollte ich noch eine Frage klären. Nehmen wir mal an, wir hätten hier die minus 9 käme mehrfach vor. Ja, was glauben Sie, welche würde er dann ausgeben? Ja, und liegt eigentlich auf der Hand. Es ist die letzte. Ja, er nimmt quasi immer den jeweils zuletzt gefundenen minimalsten Wert. Ja, er nimmt zunächst dann diesen an. Ja, ach nee, Moment, Moment. Das kommt drauf an. Das kommt drauf an, ob wir hier sagen größer oder kleiner gleich. Wenn wir sagen, es muss größer sein, ja, na, in dem Fall nimmt er immer den erstgefundenen Wert. Ja, den wird er nehmen. Ja, also nehmen wir haben jetzt hier minus 9, ist nicht größer als minus 9, also ist das nicht wahr. Hätte ich hier größer gleich eingegeben, dann würde er den zuletzt gefundenen Wert immer finden. Wenn wir das so formulieren, nimmt er immer den, der zuerst gefunden wurde. Ja, tun wir es mal testen. Ja, und Sie sehen hier an der Stelle minus 2 wird der Wert ausgegeben. Ja, tun wir noch den Beweis antreten, den ich gesagt habe, wenn es größer gleich ist. Gehen wir hier auf größer, wo haben wir es? Hier. Größer gleich, wo haben wir das? Hier. Dann würde jetzt das hier unten ändern, das ist der vierte Wert. Ja, also je nachdem, wie Sie das formulieren. Ja, ich finde das allerdings hier günstiger und würde das so lassen. So. Jetzt hatte ich ja gesagt, ich möchte das Ganze nochmal kopieren, etwas optimieren, in eine allgemeine Form bringen. Denn nehmen wir an, wir hätten jetzt hier ein Origin bei 1, bei 0, bei 1 ist ja die ganze Zeit gewesen, bei 0, dann kriegt man hier Probleme. Ja, dann funktioniert das schon mal nicht mehr und so weiter. Also da wird die ganze Sache nicht mehr funktionieren. Deswegen mache ich noch eine zweite Schreibweise, die etwas eleganter ist, weil man hier
das Ganze jetzt unabhängig vom Origin schreiben. Das heißt, ich ersetze jetzt hier den ersten, den Index 1 einfach hier mit Origin und sage, okay, nimm einfach das, was bei Origin eingestellt ist, entweder 0 oder 1, ja, hier oben. Und starte nicht bei ab der zweiten Stelle, ja, sondern tu einfach starten ab der Stelle Origin plus 1. Ja. Das wäre bei Index 0 halt 1 und bei Index 1 wäre es halt 2. Also Steuerung C, hau das hier rein und sage hier plus 1. Hier macht man aus dem Length ein Last. Also Last gibt immer den letzten Index aus. Ja, das ist dann immer gleich, ja, während Length ist einmal die Länge des Vektors und die entspricht im Prinzip nur dann den letzten Index, wenn man bei 1 anfangen zu zählen. Wenn man bei Origin 0 sind, dann ist im Prinzip der letzte Index nicht die Länge, sondern die Länge minus 1. Deswegen ist Last dann die elegantere Variante. Die gilt quasi immer. Ja. Aufpasst, das ist allerdings nur der Fall, wenn Sie jetzt in Madcat arbeiten. Ja, in anderen Programmiersprachen kann es sein, dass Sie keine Funktion Last haben. Die haben meistens immer Size oder Länge in des Feldes. Aber egal. So, der Rest können wir, glaube ich, hier lassen. Das passt. Hier hinten möchte ich noch einfach ein bisschen eleganter das schreiben. Ich möchte jetzt hier nicht zwei Zeilen blockieren, sondern ich schreibe das hier einfach nebeneinander und nicht untereinander. Da haben wir hier, was haben wir gesagt, Matrizen und hier gehen wir auf nebeneinander und holen uns hier die Werte. Einfach hier VPOS und hier auch nochmal das POS selber. Allerdings möchte ich, wenn wir das so ausgeben würden oder so schreiben würden, hätten wir streng genommen eine Matrize. Eine Matrize bedeutet, wir müssen jetzt mit zwei Indizes arbeiten, um an die Werte ranzukommen. Und das will ich nicht, deswegen mache ich daraus einen Vektor, in den ich transponiere. Gehe also hier auf das T. Ja, jetzt kann ich zwar immer noch das Ganze nebeneinander schreiben, aber er dreht das Ganze um, dass das Ganze wieder untereinander steht. Und nur wenn es untereinander steht, kann es auch in Madcat wie ein Vektor behandelt werden. Wir wollen ja einen Vektor haben. Also jetzt, gut, wir wollen es nicht haben, aber ein Vektor ist einfacher zu handeln als eine Matrize, weil man da nur einen Index benötigt. Ja, jetzt tun wir das Ganze, sagen wir, etwas optimiert in der Schreibweise und testen das. Kopieren hier nochmal die Anweisung und machen das jetzt hier mit der Variante 2. Ja, die sehen, die funktioniert auch bei Origin gleich 0. Ja, okay, Origin hat gleich 1, können wir mal umschalten. Hier Berechnung, Origin gleich 1. Kommt dasselbe raus. Natürlich ändert sich jetzt hier der Index, ja, denn bei Origin gleich 1 ist es die Stelle 2, bei Origin gleich 0 ist das die Stelle 1, ja, bei 0, 1. Ja, aber die Variante funktioniert quasi immer. Wir können hier auch logisch, das ist jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt schalte auf Origin gleich 0, dann haben Sie jetzt hier einen richtigen Fehler, dann fällt diese Funktion aus. Ich kann die Funktion aber auch so schreiben. Das ist zwar ärgerlich, ja, wenn sowas passiert, allerdings ist das immer noch besser, als wenn Sie einen logischen Fehler produzieren. Ich zeige Ihnen, was jetzt ein logischer Fehler ist, den ich hier aus den Lengths in Last mache. Dann funktioniert die Funktion zwar wieder, ja, aber sie gibt dann hier, wenn ich auf Origin gleich 0 gebe, ja gut, in dem Fall gibt es jetzt hier einen, da kommt das Richtige raus, aber wenn ich zum Beispiel jetzt hier einfach meine 33 draus mache, dann käme hier was Falsches raus. Das stimmt, ja, während hier, das ist falsch. Ja, natürlich, der kleinste Wert ist nicht die minus 9, sondern die 33. Jetzt würde die Funktion hier oben zwar funktionieren, würde allerdings einen falschen Wert ausgeben. Und das ist viel unangenehmer, als wenn das Ganze rot wird, weil das kriegen Sie unter Umständen nicht mit. Ja, also nehmen wir an, das Ding wäre jetzt riesengroß und Sie würden den Vektor jetzt nicht sehen, ja, wie in unserem Fall. Dann sind solche logischen Fehler wesentlich gefährlicher als jetzt solche Fehler, wenn es einfach rot wird. Ja, deswegen ja, empfehle ich immer, das Ganze halt zu testen, ja, an kleinen überschaubaren Beispielen, die Sie auch nachvollziehen können, um halt solche logischen Fehler zu finden. Ansonsten ja, finde ich halt diese Schreibweise hier eleganter. Warum? Jetzt können Sie sich eine, nehmen an, Sie arbeiten in einer Firma, wo halt viele mit Madcat arbeiten und man entwickelt da so verschiedene Funktionen, ja, so kleine Helferlein, die man dann so in den einzelnen Worksheets anwenden kann. Und wenn Sie jetzt quasi mit derselben Bibliothek arbeiten an Funktionen, ja, Sie stellen meinetwegen dann die Funktion irgendwo zur Verfügung und Sie können dann die Funktion sich meinetwegen in Ihr Worksheet reinkopieren oder Sie können auch nur auf die Funktion verweisen. Das geht, glaube ich, hier Eingabe irgendwo, boah, wo war das jetzt in Madcat?
Schau mal kurz nach. Ja, theoretisch könnten Sie hier quasi ein anderes Arbeitsblatt einschließen, ja, und auf das verweisen. Und dann können Sie quasi die Funktion verwenden. Aber du kannst durch passieren, dass der eine Kollege arbeitet mit Origin gleich 0 und der andere mit 1. Ja, und in dem Fall ist natürlich diese Variante eleganter. Ja, die könnte dann, wenn Sie das so speziell machen für die Lösung mit Origin gleich 1, würde die dann quasi bei den Kollegen, der mit 0 arbeitet, zu Problemen führen oder halt umgekehrt. Und in dem Fall wäre das natürlich jetzt eine Variante, die immer allgemeingültig ist. Die können Sie quasi in jedem Arbeitsblatt verwenden, die wird immer noch funktionieren. Ja, wenn Sie jetzt bei mir irgendwelche Übungsbeispiele machen, ja, oder auch Prüfungen oder Projekte, ich bin auch damit zufrieden. Ja, Sie kriegen jetzt keinen Punktabzug, wenn Sie das jetzt so machen und nicht so. Es könnte allerdings sein, dass ich Sie in der mündlichen Prüfung danach frage. Ja, das schon, ja, aber Sie müssen jetzt nicht unbedingt immer die allgemeine Schreibweise verwenden. Mir ist natürlich völlig klar, dass das natürlich viel leichter zu lesen ist, ja, diese Schreibweise als die hier unten. Gerade jetzt für jemanden, der jetzt vielleicht ja noch nicht so MathCAD-affin ist wie also quasi ein Anfänger ist. Okay, das haben wir gemacht. Wir haben jetzt hier die Funktion entwickelt. Zunächst haben wir uns hier die Aufgabenstellung durchgelesen. Wir haben danach ein Konzept aufgestellt, wie man das Ganze workflowmäßig lösen kann an einem speziellen Beispiel. Haben allerdings das Konzept so aufgestellt, dass das eben auch für andere Beispiele gelten würde. Ja, indem ich hier die Zahlen verdeckt habe, ja, habe ich so getan, als wäre der Vektor im Prinzip nicht so einfach überschaubar. Und wir haben das dann entsprechend hier aufgestellt. Danach haben wir das im Visio hier in ein Flussdiagramm überführt. Unser Beispiel, ich blende es nochmal ein. Halt, das sind wir hier auf Home, müssen wir gehen, dann auf Layers. Und hier ist unser Workflow gewesen. Ja, und das Flussdiagramm haben wir danach in ein Struktogramm überführt. Jetzt machen wir den Workflow wieder mal. Schieben wir das hier mal rüber. Hier ist das Struktogramm dazu dabei. Dabei haben wir schon ein paar Kürzungen oder ein paar Optimierungen vorgenommen. Wir haben quasi hier aus einer Iterationsschleife eine C-Schleife gemacht und so weiter. Haben das hier in MathCAD dann das Struktogramm implementiert. Ja. Zunächst erstmal 1 zu 1 und dann haben wir das hier getestet und haben danach nochmal so als kleinen Zusatz hier das Ganze in eine allgemeingültige Schreibweise überführt, auch ein bisschen optimiert so von der Formatierung her, damit das im Prinzip auch dann meinetwegen in einer Funktionbibliothek ja, abgelegt werden kann und dass das auch in Worksheets funktioniert, die jetzt mit Origin 0 oder 1 arbeiten. Ja, das war dann der letzte Schritt. In unser. Und auch das haben wir natürlich wieder getestet. Ja, so viel dazu, wie man